Also Dung Eater muss man machen, um nochmal ein anderes Ende zu erreichen. Ich glaube, das mache ich mal. Dung Eater. Kümmern wir uns mal um den. Der ist ja auch mal immer noch da. At least one seed cursive gift is über Gaul Key. So, der Dung Eater. Der sitzt doch immer noch hier, oder? Ja, da sitzt er. Okay, das heißt, irgendwo hier unten ist unlocked Severus and released from his prison by talking to him. Spawn at the underground roadside grace. Underground. Leave this room and take a left. Now head down the corridor and jump down the open grate. Now head down the corridor. And jump down the open grate. Das hier. Krass, wie viel Leben die hier trotzdem noch haben. Der weicht einfach aus. Dafür gibt er echt zu wenig Runen dafür, dass der so viel Leben hat. Soll ich hier runter sprengen oder wie? Jump down the Great Run North. Run North and go past the giant poison plants and climb the ladder. Krass, wie viel Leben die haben. Climb the ladder. Be wary of the giant hand in this room. Behind it is the gold of his Dung Eater inside. Okay, hier ist irgendwo eine große Hand. Und hier ist auch der Dung Eater. Da unten ist die Hand. Immer eine große Hand mit kleinen Händen. Das ist echt fies. Öffnen. Hallo. Verlass euer Gefängnis. Was ist eigentlich da auf seinem Körper? Das Zähne? Nur irgendwas Cooles. Sie geht ja nicht weg. Okay, habe ich gemacht. Und er reported Dung Eater will be missing. Having left a message asking you to fight him at the outer mode. Okay, ab zum Tafelrunde.
Der ist jetzt weg. Dann gibt es hier eine Nachricht. Euch schände ich als nächstes, kommt zum äußeren Graben. Wer ist denn Bogart nochmal? Ne, da meine ich. Okay. So, warte, ein bisschen. Dem Ads Outer Mode. Das Outer Mode ist. Hier. Komme ich am besten von hier aus hin? Oder von hier? Na, ich mache von hier. Richtung Westen. So, den muss man jetzt besiegen. Natürlich. Oh, fuck. Natürlich alles viel einfacher, wenn ihr schon die ganzen Gnaden und so habt, wenn ihr das Game jetzt erstmal noch am Durchspielen seid. Macht euch keine Sorgen, ihr könnt fast jede Questline auch am Ende des Spiels noch machen. Deswegen finde ich das auch so geil. Ich habe das Game durch, ich habe den Endboss schon besiegt und ich mache gerade die ganzen Questlines noch. Das feiere ich einfach zu Tode. Das war bei den ganzen anderen Souls-Games nämlich nicht so. Wenn ihr da irgendwas zu früh oder zu spät gemacht habt, hatte ich viele Seelen. Na, 40.000. Okay. Wenn ihr da irgendwas in der falschen Reihenfolge gemacht habt, ihr habt nur einen kleinen Gegner gefühlt zu früh gekillt, dann war die Questline kaputt und ihr habt verkackt. Und deswegen finde ich das so geil hier. Ist ja das? Das ist der doch, ne? Ne, das ist eine Schildkröte. Wo ist der? Da ist er. Das finde ich so geil hier. Egal. Da, ist er das? Ne, ist er gar nicht. Hä, wo ist der? Ja, Invasion. Das passt da jetzt hier perfekt. Mit der Krabbe. Wieso ist der Typ eigentlich so aggressiv, der Arme? Was ist denn passiert, dass der so sauer ist? Milos Schwert. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wie gut das ist. Oh, das sieht cool aus. Schrei von Milos. Was macht das dann? Attacke hoch. Schrei von Milo stößt einen schrecklichen Verwundungsschrei aus, der alle Schadens- und Effektsachen von Gegnern in der Nähe verringert. Wird aus dem starken Angriff eine Combo. Cool. So, jetzt muss man zurück zum Roundtable.
Ist er wieder hier? Jetzt soll ich wieder in den Kerker. Was im Willen, das real body mouse sheet curse is a body can be found tied up in the chair and the same way that he was previously found. You may interact with him to give seeped curses to him. Was sind denn seeped curses? Wo krieg ich denn seeped curses her? Nee, nee, die muss ich jetzt alle suchen. Habe ich überhaupt einen davon? Da, einen habe ich. Davon brauche ich fünf Stück? Das ist ja, Alter. So. Okay. You may interact with him to give seep curse. After giving, dann geht er 5. Curse plan complete. Und dann kriegt man die Mending Rune of the Fell of Curse. Und dann kriegt man das Omen Set. Und mit der Mending-Rune mit dem Ending Mending-Rune kann man noch mal ein anderes Ende. Ja, komm, dann machen wir das jetzt. Sealed Curses. Lane Dell, Royal Capital. Scheiße, kann ich das überhaupt machen? Ich habe ja schon meine Stadt in Asche. Ich befürchte, den kann ich nicht machen. Ah, doch, muss man ja machen können. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Ja? The big room before you fight the billions take stairs all the way up, you will find it on the body that's sitting on the chair in the middle of the room. Die Frage ist, habe ich das schon gemacht? Als ich glaube noch nicht komplett im Arsch war. Also ich kann da nochmal hingehen, aber ich habe die ja jetzt schon zu Asche gemacht, die Stadt. Frage ist, geht das da noch? Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es jetzt nicht mehr gehen würde. Und dann ist die Frage, den ich habe. Ja, guck mal, wo das Zeichen ist. Ja, never. Kannst du vergessen.
Ich glaube, das kann ich dann jetzt nicht mehr machen. Wo wäre der nächste? Wieder hier, Leindel. Also das Ende kann man nicht machen, wenn man die Stadt schon in Asche gemacht hat, Leute. Das dritte ist auch hier in Leyndell. Und man kann die Dinger auch nicht irgendwo anders noch bekommen. Ja, die Questline kann ich leider nicht beenden. Also wenn ihr das Ende sehen wollt vom Dung Eater, das kann ich euch leider nicht zeigen. Sorry. Aber was ich versuchen kann. Ich kann versuchen, den zu killen. In dem einen Raum, wo er sein soll. Wo sind wir denn nochmal lang gegangen? Tiefe der Verlorenen, oder? Oder unterirdische Straße? Hier sind wir lang, ne? Ja, hier sind wir lang. Ich laufe auch jetzt einfach an den Typen vorbei. Und springe dann da runter. Hui! Gleich nur aufpassen wegen der Hand, ne? Weiß gar nicht, was ich da so nehmen soll, ey. Die Hand jetzt immer noch hier? Oder wieder hier? Ne, die ist nur einmal hier. So, da ist der Typ. Die Frage ist jetzt, kann ich den killen? Ein Saatbeet habe ich ja. Jetzt habe ich eins eingesetzt. Was passiert denn jetzt? Okay, weil ich nicht noch eins habe, kann ich dem nicht noch eins geben. Was denn, wenn ich jetzt hier angreife? Okay, der ist direkt tot. Objekt aufheben. Kriege ich wenigstens die Sachen von ihm. Jetzt gehe ich nochmal zurück in die Tafelrunde.
86 Gleichgewicht, ist ja nochmal krasser. Ist der Typ hier? Ne, guck, er ist ja auf jeden Fall hier jetzt weg. Ja gut, das war soweit die Questline vom Omen-Set.